Hallo ihr alle da draußen und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Harry Potter und die Kammer des Schreckens auf der PlayStation 1. Ja, wie ihr gerade sehen konntet, haben wir mittlerweile 78%. Also es neigt sich so allmählich dem Ende entgegen. Aber noch gibt's einiges zu tun. Und ja, was in der letzten Folge geschehen ist, wird uns natürlich wieder der Erzähler vorlesen. Und zwar jetzt. Harry hatte den Tarnumhang verwendet, um zu Hagrids Hütte zu schleichen. Dort beobachtete er, wie Hagrid nach Azkaban abgeführt wurde. Harry muss jetzt Hagrids Rat befolgen und den Spinnen in den verbotenen Wald folgen. So sieht es aus. Wir sind zu Hagrids Hütte geschlichen und mussten uns an den ganzen Lehrern vorbeischleichen, aber dank des Tarnumhangs war es gar nicht so dramatisch. Und jetzt befinden wir uns im verbotenen Wald, mitten in der Nacht, ganz alleine. Hagrid sagte, folge den Spinnen. Ja, natürlich schleicht man hier im verbotenen Wald entlang mit 12 Jahren, völlig alleine und auf sich selbst gestellt. Aber wir haben einiges gelernt und werden diese Zauber jetzt in die Tat umsetzen, um uns zu verteidigen. Auch von solchen Killerspinnen. Vor so einem Killerspinnen müssen wir uns richtig verteidigen. Jetzt zack. Und wir kriegen auch Hauspunkte, obwohl wir gerade im verbotenen Wald sind. Die Lehrer sehen echt alles. Alles und jeden. Aber in der letzten Folge, in der Schleichfolge, haben sie uns leider nicht gesehen. Was heißt hier leider? Hätten sie uns gesehen, hätten sie uns gefasst. Gut, und ich kann mich von damals noch erinnern, dass hier irgendwo eine Bildkarte ist. Aber ich weiß jetzt nicht mehr genau wo. Das war Aragog, oder wie er heißt, dieses Spinnviech. Das lauert ja hier im verbotenen Wald. Das weiß ja jeder, der die Kammer des Schreckens mal gelesen hat oder gespielt hat. Oder den Film geguckt hat. Oh nein, Harry. Nicht schon wieder. Nein. Bitte mach nicht wieder diesen Bug. Dass du nicht springst. Ich hasse diesen Bug. Okay, komm, Harry. Okay, Harry. Gerade eben dachte ich wieder, dass wieder dieser Bug, weil ich da einfach in die Schlucht... Ich bin da einfach in die Grube gefallen, in diese komische Flüssigkeit. Keine Ahnung, was das ist für eine ätzende Flüssigkeit. Und da sehen wir schon die ersten Spinnviecher. Oh mein Gott. Oh nein, sie schießt wieder. So, zack. Und nochmal, nimm das. Und je röter sie wird, desto weniger Leben hat sie. Wie sie schon blinkt. Und da geht sie drauf. Und gibt uns natürlich wieder Hauspunkte. Oder? Keine Hauspunkte? Gibt das Hauspunkte, wenn ich das Spinnennetz kaputt mache? Nö. Aber wenn ich das kaputt mache, sollte es eigentlich was geben. Oh, noch ein Schokofrosch. Okay. Nehmen wir uns den auch nochmal mit, Harry. Schnapp dir den Schokofrosch. Du wirst das Leben noch brauchen. Incendio! Incendio! Gibt das Punkte? Ist jetzt die wichtigste Frage hier nachts im verbotenen Wald. Gibt es Hauspunkte? Als wenn es nichts Wichtigeres gäbe. Okay. Und wieder Spinnen. Sogar zwei diesmal. Vielleicht schaffe ich es nur eine anzulocken. Auf einmal. Okay. Nee, es sind beide. Come on. Hier, dreh dich um. Beachte mich. Schenk mir Aufmerksamkeit. Beachte mich. Oh, wie rot du schon bist. Bist du verlegen? Ich erlöse dich mal von deinem Leid. So. Zack. Da kommt die Spinne. Hallo. Drehst dich bitte mal um. Also, dreh uns nicht den Rücken zu. Wenn man einem Feind gegenübersteht, dann muss man dem Feind auch was entgegensetzen. Das ist Kämpfer-Ehrenkodex. Zack. Und dich haben wir auch bezwungen. Ha. So, es gibt zwei Wege. Ein Weg ist richtig und ein Weg ist falsch, aber das ist, ein schöner Nebenraum. Ich wähle mal... Das ist echt schwierig. Ich mach das noch nicht kaputt, weil dann nachher... Sonst bin ich nachher hier und denke, oh, da war ich schon, weil das da schon weg ist. Ha! Natürlich steht hier mitten im verbotenen Wald ein Kessel rum, wo man einen Zaubertrank mischen kann. Okay, mixen. X-Kreis-Viereck. X-Dreieck-Viereck, X-Viereck-Dreieck, X-Dreieck-Viereck, X-Viereck-Dreieck,
X4-Kreis. X-Kreis-X. X. Y. Kreis Y. X. Ich bin komplett durcheinander. Aber egal. Wir haben unseren Wodka Gorbatschow wieder. Und gönnen uns jetzt erstmal einen Schluck aus der Pulle. Oh. Oh Gott. Oh, jetzt geht's ihm wieder gut. Ja. Das hat der junge Harry gebraucht mit seinen 12 Jahren. Wenigstens haben wir jetzt wieder Full Life und können voll durchstarten. Und hier wird bestimmt gleich wieder eine Spinne kommen. Aber irgendwo hier ist eine Bildkarte und ich will ungern irgendwann nochmal hierher zurückkehren, wenn ich ehrlich bin. Einmal ist das ja schön hier zu sein und die Atmosphäre mal aufzuschnappen, aber danach reicht das wirklich. Ah, wieder diese Spinnen. Stecken. Ich bin komplett durcheinander jetzt, wegen diesem Kesselspiel. Wegen dem Zubereiten des komischen Zaubertranks da. Das hat mich jetzt komplett aus der Fassung gebracht. Okay. Oh, noch eine Spinne. Schnecke. Ich muss das langsam mal... Okay. Das ist eine Schnecke, keine Spinne. Und das ist ein Wasserfall. Gehe zu der Stelle, auf die ich zeige. Schau auf den Wasserfall und du siehst das Licht. Genau. Da sind ja... Ja, sieht man ja auch total. Ist ja total unauffällig, ja. Und ja, wir stellen uns hier hin, wo das Schild ist. Und dann können wir das nämlich verzaubern. Mit Verdimilius. Verdimilius. Und jetzt haben wir ein Zeitlimit natürlich. Weil unbegrenzt sind die da natürlich nicht. Und wir müssen hier auch erstmal raufklettern. Und das kostet auch ordentlich Zeit. Das heißt, so viel Zeit haben wir nicht, um da runter zu kommen. Minimal. Harry. Schnell. Komm. Jawohl. Haben wir auch geschafft. War doch kein Problem. Und wieder eine Spinne. Das ist eine Spinne. Ja, ich hab's richtig gesagt. Das ist keine Schnecke, das ist eine Spinne. Und ich sammle die Schokofrösche jetzt nicht ein. Wenn wir Leben verlieren sollten, dann nehme ich die. Aber sonst nicht. So. Wunderbar. Irgendwo muss hier die Bildkarte sein. Die wird schon irgendwann kommen. Ich denke nicht, dass sie so heftig versteckt ist. Denkt man ja meistens, aber dann sind die eigentlich auffällig versteckt. Nicht wirklich schwierig. Okay. Die Brücke ist... Ja... durchsichtig, da darf man nicht so rauflaufen. Da muss erstmal ein Verdimilius drauf einwirken. Sonst würden wir in die Tiefe stürzen. So wie Harry das ganz gerne mal macht in letzter Zeit. Na, Harry? Ich vergesse das nicht so schnell. Hier ist das, glaube ich. Ich glaube dahin, dass die Bildkarte. Denn eigentlich ist das hier ja ein. Das ist ein Geheimnis, ne? Das ist ein geheimer Raum hier. Aber der ist durchsichtig. Und jetzt müssen wir diesen Felsbrocken hier eine Form verleihen. Materialisieren und... Aua! Lass mich weg! Oh, diese Killer-Schnecke. Holy crap. So, hier sind wir jetzt drin. Und kämpfen mal wieder gegen diese Spinne hier. Und ja, die Spinne haben uns noch gar nichts zugefügt, oder? Täusch... Ja. Jetzt ja. Immer wenn man es anspricht, wird man getroffen von diesen Mistviechern. Das kann doch nicht wahr sein. Hilfe! Jetzt kann ich verstehen, warum Ron nicht mitgekommen ist. Er wird ja einen Herzinfarkt kriegen, wenn er hier die Größe dieser Spinne sehen würde. Eieiei, hier sind keine Schokofrösche. Ungewöhnlich. Incendio. Wieder nur ein Zaubertrank. Aber hier ist irgendwo oben, oder? Da. Achso, da. Hey, die Bildkarte. Albus Dumbledore. Albus Dumbledore, der Schulleiter von Hogwarts. Sehr schön. 18 von 24 haben wir damit schon. Und man muss bedenken, wir kriegen noch 3 Gründerkarten. Also müssen wir im Prinzip nur noch 3 Stück sammeln und dann haben wir alle. Und die Gründerkarten kriegen wir ja im Duellierclub. So. Kreis X, Dreieck. Viereck, X, Dreieck. Kreis Dreieck, X. Kreis X, X. X, Kreis Viereck. Viereck, Dreieck, Kreis. Kreis X, Viereck. Dreieck, Kreis X. Kreis Dreieck, X. Kreis Viereck, Dreieck. Ja. Ich weiß nicht, warum ich das immer sage. Es ist einfach so eine kleine Challenge für mich, wie schnell ich das aufsagen kann. War nicht ganz fehlerfrei, aber Hauptsache, wir haben unser Wodka Gorbatschow. Okay, damit habe ich eigentlich auch das, was ich wollte. Jetzt kann ich hier unbesorgt durch den Wald schlendern. Wobei unbesorgt, eher nicht. Hier warten noch einige Gefahren auf uns. Die noch viel gefährlicher sind als diese Stachelschnecken. Und diese kleinen Spinnen, ne? Diese äußerst kleinen Spinnen, die 10-mal so groß sind wie Harry, aber egal.
So, hier müssen wir jetzt Verdimilius machen, das weiß ich noch ziemlich gut. Verdimilius! Dann betreten wir das und von hier aus können... Okay, ich habe nichts gesagt. Wir machen hier Verdimilius. Ne, eigentlich ist es ungeschickt. Nein, natürlich nicht. Wir machen erst hier Verdimilius. Weil hier sind wir ja weniger lange drauf. Verdimilius! So, und jetzt machen wir hier auch nochmal Verdimilius. Und dann können wir hier rüberlaufen. Und Harry springt dann auf die andere Brücke und dann sind wir drüber. Hat doch wunderbar geklappt. Ich weiß nur nicht, wie wir hier wieder zurückkommen sollen. Na, genau auf die gleiche Art und Weise. Aber Harry wird das schon irgendwie schaukeln dann, das Pferdchen. Oh, ich sehe schon wieder eine Spinne. Weil da wieder Stand-Ziel anvisieren. Na komm. Richte dich auf. Stell dich dem Kampf. Mann gegen Spinne. Also, kleines Kind gegen Spinne ist besser. Harry ist ja noch lang kein Mann mit 12. Aber ist trotzdem allein hier im verbotenen Wald. Incendio! Incendio! Okay. Und wieder sind wir ein bisschen weiter. Ja, ja, Aragog. Wir sind gleich bei dir. Wir sind gleich bei dir. Und dann werden wir die Informationen bekommen, die wir brauchen, um zu wissen, was hier los ist. Toll, wie du stöhnst. Das habe ich früher als kleines Kind auch immer imitiert, sein Gestöhne. Ich bin auch immer über, keine Ahnung, über Steine oder so gesprungen. Über Steinhaufen und so, und da habe ich auch immer dieses gemacht. Ich weiß auch nicht. Das fand ich früher einfach lustig. Nicht so lustig hätte ich es gefunden, wenn ich jetzt hier runtergefallen wäre. Bin ich aber nicht. Dann gehen wir noch tiefer in den Wald rein. So wirklich gefallen tut mir das Ganze hier nicht. Immer tiefer in den Wald zu gehen, aber ihr seht ja, die Spinnen laufen hier entlang. Und deshalb müssen wir den Spinnen folgen. Oh nein, nicht das hier. Wir müssen an den Trollen vorbei. Und die Stelle habe ich wirklich gehasst früher, weil... Weiß ich nicht, man muss hier einfach richtig laufen. Und ich hatte früher richtig Angst vor diesen Trollen. Weil, weiß ich nicht, also... Man läuft hier so entlang und dann, dreht er sich jetzt wieder um, okay. Okay. Nächstes Level. Der sieht uns hier nicht, oder? Nein. Nein, tut er nicht. Solange er jetzt hier nicht längs läuft, ist alles okay. Dann ist alles in Ordnung. Gut. Oh, jetzt schnell hier rein. Schnell in diese Lücke hier rein, bevor der mich sieht. Gut. Das sind immer so eine kleinen Safe-Punkte. Hier kann man ruhig drinne sein. Soweit ich weiß. Sollten die uns jetzt nicht sehen. Und dann können wir nämlich hier weitergehen. So, jetzt sieht er uns auch nicht und wir sind weiter. Super. Aber ich glaube, jetzt kommt nochmal eine schwierigere Stage mit den Trollen. Und das wird wirklich nicht einfach sein. Okay, können wir ja längst. Oh, knapp, 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 knapp. Okay, er sieht uns nicht. Wunderbar. Jetzt müsste der eigentlich an uns vorbeilaufen und dann in dem Moment, wo er an uns vorbeigelaufen ist, werden wir hier weiterlaufen. Ja, das müsste reichen. Jetzt laufen wir hier weiter. Und laufen hier direkt weiter. Okay. Hui, 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 hui. Und jetzt hier gerade durch. Komm, zieh durch, Harry. Das wäre so geil, wenn das jetzt schon das Ende wäre. Ist es das Ende? Ja, es ist das Ende. Oh, ich habe die so gehasst, die Stelle früher. Und jetzt so schnell geschafft. Wunderbar. Man lernt halt auch dazu, je älter man wird. Ah, Fledermäuse. Huh. Aber da kommen noch ganz andere Geschöpfe außer diese Fledermäuse. Mäuse. Ganz sicher. Das war's noch lange nicht, Leute.
Wer ist da? Ich bin ein Freund Hagrids. Hagrid steckt in Schwierigkeiten. Darum bin ich hier. In Schwierigkeiten? Aber warum hat er dich geschickt? Sie haben ihn nach Azkaban gebracht. Sie glauben, er hat ein Monster auf die Schüler losgelassen. Ich komme aus einem fernen Land. Ein Reisender schenkte mich Hagrid, als ich noch ein Ei war. Er sorgte für mich und versteckte mich in einem Schrank und fütterte mich. Als man mir die Schuld für den Tod des Mädchens gab, da beschützte Hagrid mich. Jetzt lebe ich im Wald. Aber weißt du, was das Mädchen getötet hat? Das Wesen, das im Schloss lebt, ist eine uralte Kreatur, die wir Spinnen mehr als alles andere fürchten. Wir nennen es nicht beim Namen. Dann gehe ich jetzt einfach. Gehen? Ich glaube nicht. Und damit beginnt ein großer Bosskampf, aber erst in der nächsten Folge. Ich weiß, ich bin gemein, aber so ist das nun mal. Ja, beim nächsten Mal kämpfen wir dann gegen Aragog und seine Brüder und Schwestern. Und ja, wenn es euch gefallen haben sollte, dann würde es mich wie immer freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei sein würdet. Und bis dahin sage ich mal ciao, bis zum nächsten Mal.